So, jetzt reparieren wir mal hier die Gebäude. Und, tja, bauen wir hier eine Schiffswerft? Einen normalen Hafen haben wir ja schon. Aber ich glaube, wir können erstmal noch hier einen normalen Hafen hinpflanzen, denn... Jo, also... Ja, ich glaube, wir können da einfach erstmal den normalen Hafen hinbauen. Wir gucken noch einmal in... Wir gucken jetzt in die nächste Runde rein. Dann werde ich einmal kurz das Spiel neu starten, denn ich habe diesen Soundbug und möchte den gerne loswerden. Ah, gute Nacht, Pinsi. Das habe ich fast nicht mitbekommen. Tschüss, mach's gut. Schön, dass du da warst heute. Oho. Die Ottos haben Militärzugang bei mir. Das merkt man hier. Daher kam diese Armee, glaube ich. Ich denke, der hat die tatsächlich irgendwie noch auf ein Schiff gepackt. Wingui, danke übrigens für den Sub. Zweimal begrüßt worden. Okay, sorry, dann habe ich es vorhin einmal irgendwie verrafft. Aber es schadet ja nichts. Venedig macht die Ottos platt. Tja, dann. Damat Bagdadi. Ein Otto-Spion, okay. Neue Stadt entsteht. Bukarest in Bulgarien. Cool. Wir bauen hier erstmal eine Kirchenschule. Yeah, wir haben die Haubitzen rekrutiert. Cool. Und wer? Gregory Bobulev. Die Arbeiter in Estland streiken? Okay, how come? Wie ist denn das passiert? Sollen wir gleich mal schauen. Wer ist denn der Gregory Bobulev? Das ist ein neuer. Mhm. Schutz, ein harter Ruf, das Leben ist schön. Der hat 5 Verwaltungspunkte, hat auch eine Mätresse. Das heißt, der hätte dann 6, ne? Ehrlich und Dickkopf. Er ist einfach nur geizig und... Alter, was? Plus 1, minus 2 auf die Verwaltung der Schatzkammer. Ey, was für ein räudiger Hund, ey. Status quo, plus 1... Ja, weiß nicht. Wir brauchen irgendwann noch einen besseren Verwalter für die Schatzkammer. So, warum haben wir jetzt hier Unzufriedenheit? Forderung nach Reformen ist es. Aber das nimmt ab, oder was? Ah, ne, Voraussage ist auf 7. Okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier vielleicht eine Einheit einfach reinstellen zur Garnisonierung. Du gibst einen 1er Repressionsbonus, ne? Ja, mal erstmal so. Wir müssen hier wahrscheinlich auch irgendwann die Gebäude noch mal ein bisschen abändern, die hier momentan so stehen.
Ich finde das gut, dass die Schweden immer so häppchenweise ankommen. Da kriegt man die etwas einfacher aufgerieben. Das ist eine normale Eisenmine. Ja, nice. Jetzt ist die Armee hier nämlich ready, ne? Der Weg ist versperrt, du bist ja putzig. 2 12-Pfünder. Es ist einfach nur so krass. Es ist einfach nur so krass, wie die KI diese Dinger da ausbaut, ne? Ja, also dann lass mal kurz überlegen. Also die zwei Haubitzen hier zu haben, ist ja nicht so schlecht tatsächlich, ne? Denn immerhin, die kann man ja ganz sinnvoll einsetzen, ne? Und ich denke mir hier, also die zwei Halbkanonen zu haben. Also zum Auflösen sind sie zu schade. Ich finde sie ja als Defensivwaffe vielleicht noch ganz geeignet. Komm, du schickst sie mal darunter. Wir brauchen die ja jetzt nicht unbedingt hier, aber wir können sie da ja mal hinstellen. So, ne? Du nimmst dann die Art hier halt mit hier hin. Ja, so. Guck mal hier, jetzt haben wir hier 5 12-Pfünder. Ich glaube, das ist eine ordentliche Nummer. Und dann nimmst du noch die Handmörser mit. So, die haben 6 Schuss. Das passt doch erstmal so. Wir speichern mal hier. Gehen einmal ganz kurz zu Windows zurück. Und starten das Spiel neu, damit wir den Soundbug los sind. Naja, spätes 19. Jahrhundert geht ja noch halbwegs, ne? So, okay. Das ist jetzt so eine nervige Nummer, ne? Aber ja, komm, wir machen mal den Belagerungsangriff so. Zafiri, danke für den Follow übrigens. Also ich glaube, wir haben genug Total War mit Flugeinheiten gesehen, um zu wissen, dass die First World War Total War machen könnten, oder? Also ich glaube, das haben wir doch alle gesehen mittlerweile.
Oder sagt ihr da so, das traue ich denen nicht zu? Also, weil ich würde denen das schon zutrauen. Ich glaube schon, dass sie das mittlerweile hinbekommen, ne? Okay, gucken wir mal, ob es so geht. Ob wir da schon in den Bereich kommen, wo man auf ihn schießen kann. Seine Arti irgendwie da draußen aufgestellt. Natürlich auch eine interessante Lösung. Das haut knapp noch nicht hin, ne? Jetzt schießt mal ein bisschen. Dann gucken wir mal gleich weiter. So, weißt du was? Dich protzen wir mal gerade noch mal auf. Du stehst mir da irgendwie zu üselig. Gib mir den Schlüssel zur Stadt. Wir dürfen auf gar keinen Fall hinter dieser unzerstörbaren Karre stehen. Und wir müssen nochmal aufbocken, denn so geht's ja nicht. Und ihr nochmal auch. Na, okay. Mal mit der Inf ein bisschen näher ran. So. Jawohl. 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 So, ne?
rum, da müssen wir mal wegschießen. Ryutrisa, vielen Dank übrigens für den Sub. Danke, dass du mich unterstützt. Der Turm hier muss halt noch down, bevor wir weiter vorrücken. Hm. 99%, ich liebe sowas, ja. Hm. 100%, aha. Okay, ein bisschen komisch gerade. Dann noch einmal so aufbocken. Schieß doch mal hier hin. Da triffst du doch bestimmt jemanden, oder? Und noch ein kleines bisschen Zeit, bis das Lag einsetzt. Das wird ja gleich laggen, das Spiel. Geht sogar noch halbwegs, ne? Aber du triffst auch nicht richtig gut. Kombi Silenze, danke für den Sub übrigens. Du sagst, weiß jemand, wie ich aus der Abo-Falle rauskomme? Sehr schön, ja. Wollte eigentlich nur einen Klingelton kaufen. Sehr schön. Ja, für alle, die auch noch wissen, was das ist, ne? Also. Ich sag nur Jamba. Hey, Junge, du machst da irgendwas doof. Warte mal, so, ne? Du hier hin. Genau, du hier hin. Und hast das? Okay, cool. Und dann geh jetzt mal hier hin. Und ich würde auch sagen, wir holen dann jetzt mal so die Inf hier rein, ne? Natürlich auch auf unsere Arti. Da können wir jetzt tatsächlich nicht so viel gegen machen. Insbesondere, wenn unsere Arti so dumm hier rumschlappt. Lauf halt mal hier hin, du Eumel. Hat er auch schon... Hat er was getroffen? Nee, hat er noch nicht. Ne? Das sind nur 3 Kanonen. Okay. Ist klar. Junge. Okay, ich glaube, wir müssen unsere Artillerieschützen alle in Persien ausbilden lassen, ne? Ja, ist klar, ne? Alter, was ist denn, wie ist denn das jetzt bitte gerade passiert? Der hatte nur eine Arti oder hat er noch irgendwo eine da hinten, die ich nicht gesehen habe? Du
übrigens schön, dass er mich treffen kann und ich ihn nicht. Lähm dir ruhig dein Süppchen da zurecht, ne? Oh, Alter, er müsste aufhören zu schießen, ne? Wer schießt denn da? Nein, warte mal, du machst irgendeinen Quatsch. Hör auf. Also ich meine, selbst wenn wir jetzt hier 500 Mann Verluste hätten, es wäre weniger, als wenn wir es die KI auswürfeln lassen. Ne? Das wissen wir auch. Ich bin ja sehr froh, dass wir hier das gliedweise Feuern bereits haben. Da will ich jetzt mal gerne sehen, können beherrschen die das auch? Weil ich glaube, die beherrschen es nämlich nicht. Aber wir schauen mal gerade. Sieht nicht so aus, ne? Das ist nur die vordere Reihe, ne? Ja, wir tauschen mal kurz. Schieß halt, komm! Schießt keiner. Einer ist nicht in der Hitbox, den schießt er auch nicht, ne?
Wir haben echt einen Kübel voll Fäkalien getroffen da drüben, ne? Mehr nicht. Ja, noch ein paar Blattschüsse hier für den Champion, hä? Alter, wie schnell lädt der nach, bitte? Das ist doch übertrieben, ohne Witz. Okay, der ging wenigstens daneben. Ja. Fein. Alter, ich weiß nicht, irgendwie kriegst du es nicht hin, die Dinger da abzubauen. Ja, lass die Kamele da ruhig mal vorbeitappen, ne? Guck dir das an, wie der den runterfrittiert hat, ne? Ich meine, das waren 120 Leute, ne? Der hat halt einfach 40 Leute gekillt, ne? Mit zwei Salven, die er eigentlich nicht hätte kriegen dürfen. In meinen Augen. Aber naja, er lädt halt super schnell nach. Das ist halt leider so, ne? Also wenn du hier hingehst, lauf mal ein bisschen. So, ich bin gespannt. Nichts getroffen. Oder? Doch, da drüben. Oh ja, Haltung annehmen, richtig, ja. Empires, Age of Empires 4 Beta habe ich noch nicht gespielt. Nee, noch nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich Zugang gekriegt. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Guten Abend, Guys, Julius. Sehr, sehr schön, dass du auch noch reinschaust.
Ja, weil da ging es nur um eine Frage, ob ich das schon gespielt habe. Spielst du das momentan auf deinem Kanal? Greif ihn bitte an. Ab. Im Nahkampf bist du nämlich nicht so gut.
ist aber eigentlich auch sehr schnell die Moral brechen, ne? Verliert leicht, kämpft gegen eine 3-2-1 Übermacht. What's going on? Alter, ich frag jetzt besser nicht, was du da machst, ne? Keine Ahnung, auf was für eine Idee die hier gekommen sind, aber hey. Schieß auf den. Alter, das sind 12 Mann. Du hast überhaupt keine Chance. So dumm. Ab. Das sind 8 Mann. 8 Wüstenkrieger. Alter. Kämpfen bis zum letzten Mann. Es ist so blöd. Es ist so blöd. Mach du hier den Nahkampfmodus bitte aus. Mach du ihn jetzt bitte im Nahkampf platt. Du läufst jetzt hier rüber. Scheibenkleister, ne? Kriegst du Wutanfälle vom Allerfeinsten. Da unten stand noch eine Art hier. Ja, guck mal da, die habe ich offenbar übersehen. Du da oben drauf stehst, kannst du denn dann da runterballern? Ich habe keine Ahnung, wo du jetzt gerade wieder hinläufst, aber auf jeden Fall nicht da, wo du hin solltest. Ich weiß nicht, das hier hat irgendwie auch nicht so gut geklappt. Das habe ich mir auch besser vorgestellt, aber okay. Oh Leute. Falsche Richtung.
Jetzt also bin ich gespannt. Kannst du da runterschießen? Ah, die sind in der Mauer gefangen. Okay, dann machen wir jetzt hier Gefecht abbrechen, weil... Reasons. Okay. Okay, 400 Mann Verluste ist okay.